Wenn ihr euch fragt, was hinter mir so laut ist, das ist das Meer. Und wenn es da noch eine Frage gibt, was das eigentlich für eine ultra heiße elektrische Business-Limousine neben mir ist, die in 3,8 Sekunden auf 100 geht, 601 PS hat und 230 km/h schnell wird, ja, dann ist es der BMW i5 M60 xDrive. Und wollt ihr in unserem Fahrbericht hier in Lissabon alles über dieses, ja, ich leg mich fest, Traumauto wissen, dann seid ihr hier genau richtig, denn hier seid ihr gelandet beim Surferkanal, The Car Crash Review. Jesse, ja, Wellen reitet euch jeden Tag ein neues Review oder ich mach halt auch eins, bin der Jan, hallöchen, abonniert den Kanal genau jetzt. Und was werden wir heute zusammen machen? Wir schauen uns den optisch außen an. Das ist meine Lieblingskonfiguration. Deshalb habe ich sie mir geschnappt. Wir werden in den Innenraum schauen, den gibt es auch voll vegan. Wir werden natürlich ausgiebig fahren, über die Games im Auto sprechen, über die Alltagstauglichkeit, über den Touring, über das Wettbewerbsumfeld, über den Preis leider auch. Ja, das machen wir hier alles. Und wenn ihr darauf Bock habt, dann lasst uns zusammen ein bisschen Review-Wellen reiten. Kommt mit. Bisschen verliebt in mich selbst bin ich manchmal, Review-Wellen reiten, das machen wir jetzt. Und am Anfang spreche ich über unseren, ja, Surf-Kooperationspartner GoLeasy. Was machen die? Die reiten die Welle des Internets und vergleichen für euch unter den etablierten Leasing-Anbietern. Schaut da gern vorbei, ist eine gute Sache. Ich glaube, meine Deutschlehrerin wäre manchmal stolz auf mich. Aber was ich besser kann als Deutsch und tatsächlich Werbung ist, über die Historie, über das Wettbewerbsumfeld von Autos sprechen. Das habe ich nicht in der Schule gelernt. Und ganz am Anfang, viel habe ich aus der Automotorsport und der Autobild. Das hatte ich nämlich beides abonniert, seit ich Kind bin. Und dann mache ich den Job auch schon ein paar Jahre. Ganz am Anfang der Fünfer. Das ist eine echte Cash-Cow der Münchner. Und den gibt es seit inzwischen 50 Jahren, seit 1973, jetzt hier in 8. Generation gebaut wird. Und da ist man bei BMW stolz drauf. Deshalb hat er auch das Kennzeichen in Dingolfing. Ja. Da laufen Benziner, Plug-in-Hybride, Diesel und die beiden elektrischen Varianten vom Band. Und stehen tut dieses Auto, ach, das fände meine Deutschlehrerin jetzt nicht gut, stehen tut. Das Auto steht auf der Klar-Plattform, ist keine 800-Volt-Technologie, sondern eine 400-Volt-Technologie, lässt unterschiedliche Antriebskonzepte zu. Und das Wettbewerbsumfeld, das ist inzwischen echt groß. Das ist voll elektrisch, ein Mercedes EQE, das ist ein Zeekr 001. Das ist ein NIO ET7 zum Beispiel. Das ist ein VW ID7 inzwischen. Und Mercedes EQE, EQE ist ein bisschen kleiner. EQS ist mit 522 größer. Früher war beim 5er, den es ja elektrisch gibt, aber auch als Verbrenner, die E-Klasse der Wettbewerber oder natürlich auch ein Audi A6. A6 e-tron, auch als Sportback, kommt dann auch irgendwann mal rein elektrisch. Ja, und das Auto soll ab 2024 auch als Touring, also als Kombi kommen. Da freue ich mich wie Bolle drauf, weil der hat dann als Kombi bis dahin echt ein Alleinstellungsmerkmal. Wenn man über die Ausmaße spricht, dann wäre das hier eigentlich eine Business-Elektro-Mittelklasse-Limousine. Jetzt ist er halt 5,6 Meter lang, 10 cm länger als der Vorgänger und eigentlich ist das mindestens obere Mittelklasse bis Oberklasse. Aber es gibt ja drüber noch den vollelektrischen i7. 1,90 ist er breit, 1,52 hoch als kleinere E-Variante, der ist 1,51 hoch. 3 Meter Radstand hat der jetzt, auch im Vergleich zum Vorgänger, 2 cm mehr Radstand. Und es gibt das M-Sport-Paket und das M-Sport-Paket Pro ist hier drauf, genauso wie die beleuchtete Niere, Iconic Glow. Panoramadach ist hier drauf, 8 Farben gibt es, Alpin-Weiß ist hier drauf, die Uni-Weiß-Lackierung kostet keinen Aufpreis. Das ist interessant, weil ein Schnäppchen ist dieses Auto ganz bestimmt nicht. Über die Ausmaße haben wir gesprochen und jetzt würde ich sagen, lass uns mal die Front zusammen anschauen. Das Auto hat keine übertrieben riesige Niere, also die Hater haben da schon mal wenig zu kritteln. Allerdings haben wir Iconic Glow und serienmäßig beim M60 xDrive ist die hier beleuchtet und das gibt es in den kleineren Varianten allerdings auch unbeleuchtet. Wenn man es allerdings ausstellt, dann ist es ähnlich beleuchtet, deshalb nicht so relevant. Wenn wir nicht das M-Modell haben, dann sind hier
ja, so silberfarbene Streben aufrecht drin. Hier ist es schwarz, geschlossener Grill hier vorne, bis auf diese kleine Klappen. Und dann findet sich das schön wieder in den Leuchten. Serienmäßig kommt ein Voll-LED-Licht, optional ein adaptives LED-Licht. Ich darf das Matrix-LED-Licht nennen. Erkennt man an diesen kleinen blauen Elementen da drin. Und abgedunkelt sind die silbernen Teile hier in dem M-Modell eben auch. CW-Wert hier ist 0,25, während der 40 E-Drive eben 0,23 hat. So, hier unten kleine Öffnung, hier nochmal kleinere Öffnung für einen besseren CW-Wert und dann BMW-Logo vorne blau unterlegt, schöner Powerdome, lange Motorhaube, das war BMW wichtig, weil, machen wir uns nichts vor, aufrecht stehende Front, lange Haube, das soll natürlich auch ein Statussymbol sein, mit dem man auf dem Business-Parkplatz vor seinem Chef oder du als Chef vor deinen Mitarbeitern halt irgendwie auch brillieren kann. Drüber gibt es dann nur noch eben den i7. Und wenn wir jetzt an die Seite gehen, dann ist es krass, denn 3 Meter Radstand sind natürlich eine Ansage. Davon profitiert der Innenraum. Und ich erzähle euch jetzt was über die Fahrwerkstechnik. Serienmäßig steht der i5 auf einem Stahlfahrwerk. Das gibt es dann als Sportfahrwerk, ein bisschen härter, allerdings nicht so hart wie beim Vorgänger, 1 cm, 8 mm tiefer gelegt. Hier ist das M-Professional Fahrwerk drauf, also ein adaptives Fahrwerk. Bei den rein elektrischen Modellen ist die Hinterachs immer ausgestattet mit einer Luftfederung. Klar, weil das Auto hier wiegt 2,3 Tonnen, ist also ja ein echtes Schwergewicht. So wie bei Natürlich Blond kann man sich das vorstellen im Vergleich zum Vorgänger. Aber das haben alle Elektroautos. Der Akku, 81,2 Kilowattstunden, liegt hier unten, sorgt hier für eine Reichweite von 455 bis etwa 516 Kilometern. Und hier gibt es zwei Optionen. Nummer 1, eine Hinterradlenkung. Die sorgt für einen besseren Wendekreis von 12,3 auf 11,7 Meter. Und bei niedrigen Geschwindigkeiten haben wir eben besseren Wendekreis. Bei höheren haben wir eine höhere Spurstabilität. Und optional gibt es auch noch eine Wankstabilisierung, die bei so einem schweren Auto nicht unwichtig ist. Dann hier Allradantrieb, heißt Elektromotor hinten, Elektromotor vorne. Die kleinere Variante hat nur einen Elektromotor hinten. 340 PS, 261 PS kommen da noch dazu. Felgen. Die Verbrenner, die es ja auch noch gibt, zum Glück sagen die einen, ich auch ehrlich gesagt, die beginnen bei 18 Zoll, der hier beginnt bei 19 Zoll bis 21 Zoll und BMW will natürlich zeigen, was für riesige Felgen man da ins Rathaus kriegt. BMW Individual hier, Sportbremse, seht ihr hier an der roten Bremssatte, an der roten Bremsanlage hier, die blaue ist dann die kleinere. Es gibt auch noch Sportbereifung, allerdings nur für die 20 Zöller, ob man die jetzt braucht, weiß ich gar nicht ganz sicher. Und dann sprechen wir über die Spiegelkappen. Die kommen hier in schwarz, sind die M-Spiegelkappen, die ein bisschen aerodynamisch optimiert sind. Hier nach unten eine Kamera. Ihr seht im Schweller unten, der schwarz abgesetzt, dass das Auto nicht ganz so hochbeinig wirkt. Glasdach hier oben ist optional, kann man leider nicht öffnen. Eine Jalousie gibt es allerdings. Dieses Fahrwerk ist ein Adaptivfahrwerk, das heißt, das könnt ihr in der Härte verstellen, was ganz wichtig ist, finde ich, beim Auto. Fünfer steht hier hinten drauf, im sogenannten Hofmeisterknick. Und ein weiteres Fünfer haben wir da oben nochmal stehen, keine rahmenlose Scheiben. Eingelassene Türgriffe für einen besseren CW-Wert. Und jetzt gehen wir mal, würde ich sagen, ans Heck. Und da hat man sich gegen den Trend, also gegen eine durchgängige Leuchtleiste entschieden, was ich sehr, sehr gut finde, ehrlich gesagt, BMW. Jetzt gehen wir einmal drum rum, schauen uns den kleinen Gurney da oben an, den Diffusor da hinten und sprechen erstmal übers Laden. Ist ja nicht irrelevant bei so einem Elektroauto, würde ich sagen. Und das kann man hier machen. Schaut es euch gerne mal an. AC serienmäßig 11 kW, dann ist er 8,25 Stunden voll. Onboard-Charger gibt es dann optional mit 22 kW, kostet also ein bisschen Aufpreis, dann braucht er 4,25 Stunden, um voll zu sein. DC-Laden kann er maximal bis 205 kW und dann braucht er 30 Minuten von 10% auf 80%. Es gibt Modelle in der Größe, die haben 800 Volt-Technologie, der hat nur eine 400 Volt-Technologie, was ein kleiner Nachteil ist. Jetzt schauen wir uns mal die Leuchten hinten an. Schön beleuchtet, das Design vorne findet sich auch wieder hier in der Doppelschikane, M60 steht hier, X-Drive hat man drauf verzichtet, also Allrad, blau unterlegtes BMW-Logo, i5 steht hier und eben dieser Gurney da oben abgesetzt.
abgedunkelte Scheibe hinten, kein Heckscheibenwischer oder so da oben. Und der Diffusor unten ist relativ mächtig für ein Elektroauto. Natürlich haben wir keine Endrohre. Jetzt zieht der hier mit seinem Allrad 2 Tonnen. Die kleinere E-Variante, der eDrive 40, zieht 1,5 Tonnen. Beide haben allerdings ein Kofferraumvolumen von 490 Litern. Es gibt Modelle, da ist der Kofferraum oben angeschlagen. Das ist hier ein bisschen Nachteil, aber die Öffnung ist groß genug. Ich stoße mir auch hier nicht den Kopf. Die Ladekante ist auch relativ niedrig. Das zu kritisieren wäre jetzt echt auch ein bisschen unfair, würde ich sagen. Das Auto hat eine 8-tonnen Radschlupfbegrenzung. Kommen wir auch später dazu. Das habe ich eigentlich an der Seite noch erzählen wollen. Doppelter Ladeboden ist hier unten drin. Schnellladekabel hier, seht ihr, sehr robust alles gehalten. Platz genug ohne Ende. Hier nochmal ein kleiner Haken, um was aufzuhängen. An diesem Haken hier könnt ihr die Rückbank umklappen. Dann könnt ihr das Kofferraumvolumen vergrößern. Ich mache das mal für euch. Klappt es erstmal hier an der Seite um. Einmal. Zweimal. Ich weiß nicht, ob man das in so einer Business-Limousine wirklich macht. Was allerdings tatsächlich praktisch ist, ist die Durchreiche hier für die Skifahrer. So. Und jetzt schauen wir uns mal an, was so ein langer Radstand dann wirklich innen bedeutet. Ich bin stolz auf Jessie, dass sie meinen Lieblingsshot inzwischen auch aufgenommen hat. Und während viele bei den reinen Verbrennern früher gesagt haben, ey, ich will mich chauffieren lassen, ich brauche einen 7er, die werden von dem 5er wirklich, ja, wahrscheinlich begeistert sein. Türausschnitt ist riesig, Tür geht auch richtig weit auf, das ist alles durchdacht, das ist halt eben, ja, was soll man sagen, BMW, ne? Der 5er hat sich 7,5 Millionen Mal verkauft, seit es ihn gibt, was wirklich krass ist. Auch krass ist das Glasdach, das ist nämlich wirklich riesig. Wir haben auch eine Jalousie, die von vorne nach hinten fährt. Armauflage hier für den Chef da hinten. Luxuriöser wird es nur im 7er, das habt ihr euch gedacht. M-Modell heißt hier, die M-Farben im Anschnallgurt drin. Schauen wir uns mal die Sitze an. Schwarz, perforiert, Sitzheizung gibt es hier hinten auch, Kopfstütze da oben. Kleine Leuchte hier, das ist schon alles wirklich sehr luxuriös, sehr viel Premium. USB-C, USB-C-Anschluss hier, Heizung eben hier, kleines Fach nochmal da unten. Und wenn ihr vorne in den Sitz reinschauen wollt, kann man hier dann nochmal so ein iPad oder ein iPhone, eine Halterung dranhängen. Ich komme mal raus, Einstiegsleiste haben wir hinten nicht. Was mich beeindruckt hat, war die Verarbeitungsqualität der Tür. Alles unterschäumt, alles gut gepolstert, Bowers & Wilkins Anlage, Platz in der Tür, schöner integrierter Türöffner, ambiente Beleuchtung hinten sowieso. Ist schon schick. Wenn wir jetzt hier noch an der Seite sind, vielleicht grundsätzlich mal zum 5er, viele verstehen die Klasse nicht. Der will den Komfort vom 7er mit der Dynamik vom 3er zusammenbringen. Ist also eine Mischgröße. Ne? Hater sagen, wenn ich einen 5er kaufe, warum? Also dann doch lieber gleich einen 7er. Aber beim Fahren später wird vielleicht klar, warum. Jetzt sprechen wir, würde ich sagen, erstmal über den kleineren Motor. Das ist der eDrive 40. Der hat rein Hinterradantrieb. 340 PS geht in 6 Sekunden auf 100, wird 193 km/h schnell. Wiegt 2,1 Tonnen. Hier ist der Akku gleich groß, 81,2 Kilowatt, aber es kommt noch ein 261 PS starker Elektromotor vorne dazu. Der Fahrwerks- und Antriebstechniker hat mir erklärt, beide Motoren sind ASM, also ASM erregt. Was Interessantes, Wischwasser hier vorne, auf dem Frunk hat man leider verzichtet, was ich nicht so gut finde. Optional gibt es übrigens auch noch ein Carbon-Paket hier drin. Und jetzt zu dem, der ist eine Wucht, denn der geht mit seinem xDrive Allrad in 3,8 Sekunden auf 100, wird 230 km/h schnell, das reicht, und hat einen Normverbrauch irgendwie zwischen 18 und 21 Kilowattstunden. Was es jetzt wirklich bedeutet, wenn man den tritt, wenn man ihn fährt, wenn man da hochfährt, wenn man ihn runterfährt, das werde ich euch mit Jessie zusammen erklären. Erstmal zeige ich euch den Innenraum, da drin gibt es Spiele, da drin gibt es eine Ladeplanung, wir werden alles in Ruhe machen, weil das Auto hat das verdient. Und ihr, kommt mit! Innenraum, Operating System 8.5, wir werden die Ladeplanung testen, wir werden uns mit YouTube, mit der Bundesliga, mit der Air Console beschäftigen. Erstmal, es gibt den 5er jetzt voll vegan, also auch mit veganem Lenkrad. Wir haben die Veganza-Sitze hier drin in schwarz, das seht ihr. Interaction Bar ist hier auch drin, das sieht man zum Beispiel, wenn ich hier drauf drücke oder wenn man die My Modes ändert. Aber erstmal sprechen wir übers Dach. Klarer Nachteil, man kann es nicht öffnen. Klarer Vorteil, es gibt hier drin eine Jalousie. Klarer Vorteil von dem Kanal hier, wir sagen halt, was ist.
Ja? Kamera nach innen ist hier oben auch. Ich mag die Jalousie. Wettbewerber wie Tesla, wie Polestar sparen sich die beispielsweise weg. Ihr könnt übrigens auch mal gerne in unser Seeker-Video reinschauen. Das haben wir gemacht. ID7-Video haben wir gemacht. Also bei uns auf dem Kanal gibt es einfach alles. Bin ich ein bisschen stolz drauf. Sitze, die geben auch alles, nämlich die sind belüftbar, beheizbar, bequem, geben guten Seitenhalt, greifen auch schön zu. Hier sprechen wir später drüber. Kopfstütze ist verstellbar und hier die M-Farben drauf. BMW bleibt sich halt treu, auch bei der Elektromobilität. Jetzt machen wir hier den Schwenk an dem Curved Display vorbei. Gott, sind das viele Marketingnamen. An dem Zierelement, an der Interaction Bar vorbei in die Tür. Und ja, diese Interaction Bar zieht sich tatsächlich mit der Beleuchtung bis in die Tür rein. Bowers Wilkins Anlage. Wirklich schöne Materialien in der Tür. Das ist Premium Platz in der Tür unten. Man kann auch die Sitzeinstellung sich oben speichern. Auch das Zierelement ist wieder drin. Haben wir eine Einstiegsleiste? Nein. Nein, keine Einstiegsleiste. Handschuhfach hier, das gehört dazu. Ausgeformt, innen ausgefilzt, mit Samt ausgekleidet, meine ich natürlich. Zierelement da oben, seht ihr, das kann man auch in der Farbe verstellen, verstellt sich teilweise selbst, das sieht man hoffentlich jetzt so ein bisschen. Und dann hier die Lüftung kann man in der Stärke hier einstellen, das ist ein bisschen fitzelig da vorne. Ja, hier ist der Warnblinker dann integriert und hier hat man die Möglichkeit dann ja, die Einstellung der Lüftungsdüsen zu übernehmen. Von Tesla abgekupfert oder abgeschaut, würde ich eher sagen, hat man sich diese induktive Ladebuchse links und die zwei Fächer. Jetzt müssen wir schauen, 563, 5630, so, und jetzt seht ihr die 5630, ja, die App. 100% Ladezustand, 363 Kilometer. Man kann das Auto von außen parken, 3D-Kameras kann man darauf zugreifen, sieht eine Statistik, man kann es vorkühlen, das Auto zum Beispiel, sieht ja eigentlich alles zum Auto hier in dieser App, was ich ja echt schön finde, dass man das halt irgendwie auch zeigen kann und hat. Und vor allem, dieser Schlüssel hier, der fungiert jetzt als In-Komfort-Zugang ganz deutlich mit dem Auto. Das heißt, man braucht keinen Schlüssel mehr, hat einfach das Handy in der Tasche und kommt dann damit rein. Wir haben auch wirklich nur das. Und wenn wir jetzt den Schwenk machen, hier vorne über das Cockpit runter, seht ihr zwei USB-C-Anschlüsse, Becherhalter hier vorne, ist nachts auch wunderbar beleuchtet. Dieser Drehregler ist ein Design-Kunstwerk. Navi, Telefon, Start-Stopp-Knopf, die Modi hier über den Toggler gehen rein, rückwärts-neutral-D, stärkerer Rekuperationsmodus. Die My-Modes sind hier drin und hier in der Armauflage haben wir nochmal ein bisschen Platz. Echt gut. Und jetzt holen wir sie rein. Jesse. Jesse, dein Moment im Video. Hi. Wie gefällt er dir, der gut. i5? Gut. Ich finde, dass BMW es geschafft hat, Elektromobilität so nah am Verbrenner zu machen, was Fahrspaß angeht. Freut euch auf die Fahrsequenz. Ich freue mich auf den Moment, wenn du irgendwann mal reinkommst und ich frage, wie findest du ihn? Und du sagst, ist wirklich Scheiße. Gar nichts. Ist kacke. Nix. Ja. Ist kacke. Aber das wäre hier auch echt mehr als ungerecht, würde ich sagen. Schauen wir uns das Lenkrad. M-Lenkrad, unten abgeflacht, M-Farben hier drin, dreispeichig, oben eine 12-Uhr-Markierung in rotem Lenkrad, Boost-Knopf hier oben, beziehungsweise Pedal dann später, wenn wir losfahren, wird der noch eine entscheidende Rolle übernehmen. Lenkrad lässt sich natürlich elektrisch verstellen in alle Richtungen. Und hier gehen die Assistenten rein, das werden wir später machen. Es gibt jetzt den Spurwechselassistent bis 130 km/h, es sind so viele Assistenten drin, die kann ich mir nicht mal alle merken. Content da vorne kann man hier schön verändern, im Layout zum Beispiel, oder man macht das eben so, hat verschiedene Dinge, die man sich da reinpackt. Das ist wirklich sehr gut. Das Layout verändere ich jetzt mal. Das seht ihr dann hier. Lustig, dass es Content heißt. Und Head-Up-Display kann man auch in verschiedenen Dingen verstellen. Mach mal AR rein. Wie? AR rein vorne, das ist meine Lieblingsfunktion. Hier das? Nein, nein, in dem Cockpit vorne, bei Content. Wo? Geh mal zu Content. Okay, Content. Und jetzt? Weiter, nicht Layout, Content. Okay. Und jetzt AR. AR. Und dann passiert was? Watch this. Ah, man sieht nach vorne und da würde man dann auch mich sehen, wenn ich aussteigen würde, gell? Mache ich jetzt aber nicht. Nee, aber es ist meine Lieblingsfunktion. Ja, das ist echt cool, vor allem wenn man das dann interagieren lässt mit den Assistenten. Mega.
Zum Operating System 8.5 könnte ich eine Stunde Video allein machen, also ungelogen. Wir machen jetzt mal die wichtigsten Dinge. Apple CarPlay, Android Auto sowieso drin, Sprachsteuerung ist hier auch drin, das mache ich jetzt mal nicht. Bundesliga, man muss dazu sagen, hier oben, also hier unten ist echt schlechter Empfang, wir sind direkt unterhalb von so einem Felsen am Meer, das ist eigentlich Niemandsland. Deswegen dauert das ein bisschen länger, normalerweise ist das viel schneller. Aber da seht ihr, der FCB spielt Samstag 17.30 und da stehen dann die Ergebnisse. YouTube geht hier auch rein, da könnt ihr im Auto beim Laden unsere Videos schauen. Das ist natürlich perfekt. Es gibt eine Air-Console, wo ihr hier drin gegeneinander zocken könnt beim Laden. Das wird wer wird Millionär geben. Dann glaube ich nächstes Jahr hier drin. Das ist auch erstmal kostenlos, erstmal soweit ich weiß. Schaut mal hier Videos. Das ist schon cool. Mercedes hat ja andere Dinge noch drin. Zum Beispiel haben die Zoom-Calls drin. Angry Birds, okay, braucht man vielleicht nicht. Oder TikTok. Drive Recorder. Das geht hier, wird jetzt geladen. Da kann man dann halt, wenn man jetzt denkt, okay, ich habe gleich einen Unfall, kann man das nach außen hin laden und es speichert sich dann hier in den Aufnahmen, kann man dann hier abspielen lassen. Ich glaube, wenn so ein bisschen unspektakulär. Ich glaube, wenn so ein Unfall passiert, nimmt der auch automatisch auf, ne? Ah, Foto. Ich zeige euch noch hier, wo das ist. So, guck mal, da seht ihr den wunderschönsten Automoderator der Welt. Und hier sehen wir auch mal ein schönes Bild. Hat Jessie offensichtlich allein schon gemacht für Instagram. Ja, Videos gehen da auch drin. Und ja, dann würde ich sagen, Außenbeleuchtung kann man dann halt auch Iconic Low machen. Begrüßt einen, verabschiedet einen, Fahrzeugstatus finde ich immer ganz nett, dass man es hier so drehen kann. Auch den Blinker vorne reinmachen, da seht ihr dann nochmal, wie das ist. Fernlicht, von hinten schauen wir uns auch mal an, den Blinker und Bremsleuchten sehen dann so aus. Dann haben wir die Fahreinstellungen hier, Iconic Sound geht an. Zum Laden kann man alles planen hier. Wie gesagt, man könnte echt stundenlang Video darüber machen. Vehicle Load soll auch funktionieren. Assistenten, mannigfaltig, was es hier alles gibt, was man machen kann. Parkassistent ist hier auch zum Beispiel drin. Kommen wir dann beim Fahren zu. Und dann die My Modes. Die Fahrmodi sind hier verknüpft mit verschiedenen Innenraumwelten. Jetzt kann man das sportlich einstellen. Jetzt knackt oder greifen die Seitenbacken vom Sitz ein bisschen zu. Man kann das effizient machen, dann werden sie lockerer. Auch die Farbe da unten ändert sich dann immer. Es geht expressive hier, sieht dann auch wieder ein bisschen anders aus. Es kommt auch so eine Musik. Relax, dann geht zum Beispiel das Dach da oben langsam zu oder man macht das zum Beispiel in Digital Art, dann wird alles so ein bisschen lila und ihr seht das dann in dieser Interaction Bar auch nochmal drin. Eigentlich, wie gesagt, muss man das Video nachts machen. Mhm. Schlüssel, Parken, Sitzkomfort ist vielleicht noch spannend, was man einstellen kann. Die Klimasteuerung ist hier auch noch echt nice. Sitzkühlung, Sitzheizung, also es gibt einfach alles drin. Ladeplanung. Sollen wir die gleich machen? Ja. Wir machen die mal gleich. Also, da geht es hier zurück. Das ist natürlich hier die Home-Ansicht. Hätte man euch auch noch zeigen können eigentlich. Ziel suchen. Dann nehmen wir mal Marseille hier rein. Und jetzt schauen wir mal, was er macht. Marseille ist echt ein Stück weg. Also das ist keine einfache Ladeplanung hier drin. Hier ist Marseille, Lissabon, hier sind wir. Und jetzt schauen wir mal, wie lange er braucht. Ist ein Realtime echter Check, ne? Blauer Kreis zeigt an, wie weit wir mit aktuellem Füllzustand kommen. Ne? Bis nach Porto oder Faro, danach wird es eng. Ja. So. Nachfolgende Sendung verzögert sich. Ah, nee. Geradeaus fahren und sofort rechts abbiegen. Gut, für 7 Ladestopps ist es halt dann doch relativ schnell, würde ich sagen. Mhm. Seht ihr dann hier drin, 7 Stopps ist eingezeichnet. Ja, und dann hat man hier eine Übersicht. Routenkriterien ist noch interessant, weil ihr könnt die Route optimieren. An der Ladestation 10%, am Ziel kann man einstellen, bevorzugte Anbieter kann man einstellen. Das ist natürlich wirklich praktisch. Ich finde, BMW macht mit Mercedes die beste Ladeplanung und man kann das dann alles noch suchen. Sollen wir losfahren? Eine Sache muss ich euch noch zeigen, die Gassi-Geh-Funktion mit dem Auto. Nee, Quatsch, das Parken von außen, das kann nämlich bei so einem Dickschiff echt praktisch sein. Und jetzt schauen wir uns das mal an, wie es funktioniert. Erstmal muss man hier starten und es gibt eine tatsächlich technische Sicherung, dass Kinder, glaube ich, da nicht rankommen. So, und jetzt müsste es gleich funktionieren. Proceed, yep.
Und jetzt kann man dann, denke ich, parken. Also, nach hinten funktioniert schon mal. Und jetzt nach vorne. Wo bist du? Ja, geht auch ganz gut. Und jetzt schauen wir uns vielleicht eine Sache noch an. Nämlich bremst der, wenn er auf mich zufährt. Weil es könnte ja sein, dass da eine Mauer ist oder ein Kind. Und ja, tatsächlich tut er. Tut er. 3,8 Sekunden auf 100, 2,3 Tonnen. Schauen wir uns mal an, wie sich das anfühlt und wie es Fahrwerk dann tatsächlich ist. Aber erstmal gibt es ein Highlight für mich. Auto an und ausmachen. Begrüßungs-, Verabschiedungssignaturen wollen wir uns auch mal anschauen. Und ich habe ein Highlight, das ist nämlich die Rückfahrkamera. Da hat man hier die 3D-Ansicht. Schaut euch das mal an, wie man hier drumherum fahren kann. Krass, oder? Auch hier wieder bremsen, blinken, nicht bremsen. Das ist jetzt der Rückwärtsgang. Von vorne, Blinker, sogar richtige Farbe. Das ist schon gut. Und dann hier die Assistenten. Rückwärtsassistent starten. Schaut mal aufs Lenkrad. Wow. Fahrpedal und Bremse selbst betätigen. Jetzt schauen wir mal an, ob er das macht. Krass. Und jetzt hier unten ein... Das hat er jetzt von alleine gemacht. Habt ihr das gesehen? Richtig gut. Ja, der bremst selbst, weil er merkt, dass da hinten was ist. Wir können auch vorwärts, wartet mal, neue Fahrweg aufzeichnen machen. Schauen wir uns das mal an. Zack. Zack. Aufzeichnung speichern hier jetzt. Aufzeichnung speichern. Jetzt fahren wir zurück und dann müsste der das irgendwann irgendwie von alleine machen, gell? Aufgezeichneter Fahrweg 1 starten. Und jetzt schalte ich das an, nach vorne. Warum macht man sowas, wenn man jetzt enge Parkgassen oder so hat? Kann man eben ja, das Auto automatisch da einparken lassen und muss es nicht immer selbst machen. Vor allem, wenn man eine hat, die man immer wieder hat, ne? Das heißt, man fährt täglich in irgendeine Tiefgarage, die saueng ist und dann kann er das machen, was schon krass ist. So, jetzt machen wir noch eine Sache hier rein, nämlich Fahrmodi. Das geht auch hier auf dem Knopf und da beginnen wir mal mit Efficiency quasi. Man kann auch maximale Reichweite aktivieren, was wir jetzt hier machen. Dann gibt es mehr Reichweite, aber jetzt würde ich sie eigentlich gerne wieder deaktivieren, dass wir hier das volle Fahren irgendwie austesten können. Nummer 1, Luftfederung hinten. Das Auto fährt sich tatsächlich, finde ich, wie ein Luftteppich. Während viele beim Vorgänger 5er auch das Sportfahrwerk kritisiert haben und gesagt haben, ey, also der ist mir halt dann doch immer noch zu hart, hat man auf die Kundenwünsche bei BMW mal ein bisschen Rücksicht genommen beim Fahrwerk und gesagt, okay, mach ein bisschen weicher. Trotzdem ist es hier ein adaptives Verstellfahrwerk. Hier ist jetzt im Vergleich zum kleineren, den wir euch gezeigt haben, zum E-Drive 40, eine Wankstabilisierung drin und ich habe einen Fehler gemacht. Hier haben wir serienmäßig immer eine Hinterachslenkung und die hat beim kleineren 11,7 Meter, hier hat sie immer 11,9 Meter. Und jetzt fahren wir hier mal runter zum Strand. Hier vorne seht ihr das halt auch. Und dann schauen wir uns mal die 11,9 Meter Wendekreis und den Strand da unten an, oder? Voll cool. Wie fühlt es sich für dich an auf den ersten Metern? Strand oder Auto? Ja, Strand haben wir ja nicht viel von heute, nee, oder? Nee, leider nicht. Schau mal hier nach hinten. Bis jetzt sehr ruhig und ich finde es auch gut, dass der einen Ton macht, wenn man ihn an- und aus macht, weil sonst wird man nicht checken, ob er an- und aus ist. Das stimmt, ja. Jetzt haben die Seitenbacken gekniffen. Auch bei mir übrigens, ne? Ja. Da kommt gerade ein Motorradfahrer. Ja, der dreht um. Und jetzt zeige ich dir mal was. Beschleunigung hier nach oben. Wir sind im Sport. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Habt ihr gerade meinen Gesichtsausdruck gesehen? Das ist wild, oder? Ja, das ist wild. Vor allem der Sound, ne, ist also, man schimpft ja immer bei Elektroautos, dass sie nicht so emotional sind, aber das kommt dieser Sound dazu, den ich gut finde. Dann spannen die Gurte und dann oh. Oh, geht das auch noch so vor, das Vogelbild immer noch etwas schlecht. Es geht schlecht. Ganz tief in die Magengrube rein. Und ey. Hier im Hals. Im Hals? Ja, wir haben Kloß im Hals. Ja? Ja, der will raus. Eine Rolldecke.
Das ist krass, aber das Schönste an diesem Iconic-Sound finde ich, dass man den halt ausstellen kann. Das machen wir später. Die Boost-Funktion hier kann man auch noch ziehen und dann hat man 10 Sekunden halt auch die volle Power. Seht ihr jetzt hier, 6 Sekunden haben wir noch. Und jetzt vielleicht einmal noch aus dem Stand. Ich komme leider nicht mehr vor. Warte kurz, ich ziehe nochmal die Boost-Funktion. So. Alter, wir fahren gerade berghoch, Franz. Und vor allem, wie, was hast du gesagt? Wir fahren berghoch, Franz. Franz? Ich bin durch, ja. Franz, das ist krass, ja. Und dieses Auto wiegt 2,3 Tonnen, ne? ASM-Motoren hinten, vorne. Und ich würde sagen, der Anspruch von BMW, der wird, glaube ich, nie sein, dass ein Auto nur geradeaus funktioniert. Das ist bei einem Achtzylinder nicht so und das ist hier auch halt bei dem Elektro nicht so. Das ist völlig verrückt, ne? Jetzt hier mal auf der richtigen Straße im Geraden. Probieren wir das nochmal aus. Sekunden. Ich kann mich nicht mehr bewegen, weil der Gurt so festspannt. Jetzt machen wir mal ein Chassis-Erholungsprogramm und den effizienten Modus rein. Und jetzt müssen wir auch mal über die Reichweite und über den Komfort sprechen. Erstmal die adaptive Federung, Weltklasse. Die Allradlenkung in höheren Geschwindigkeiten lenkt in die Richtung der Vorderräder und sorgt für eine höhere Spurstabilität. Großartig einfach, würde ich sagen. Das Fahrwerk ist sportlich abgestimmt, Sportmodus hier, komfortabel, tolle Spreizungen drin, die Lenkung. Während andere echt strugglen bei schweren Elektroautos mit Lenkung, macht BMW eine tolle Lenkung, eine tolle Federung. Hier ist alles an Fahrwerkstechnik fast drin, was man sich vorstellen kann. Die Wankstabilisierung, die fühlt sich fast ein bisschen, wie soll ich sagen, unnatürlich an, weil das Auto wirklich nicht wankt. Es nickt kaum, auch beim Losfahren nach vorne geht er kaum hoch. Also das ist schon echt gut. Die Bremse, halte ich mal fest. Das ist eine gute Bremse, oh, ne? Oh, mein Sitz geht nach vorne. Warum? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist das so eine Schutzvorrichtung oder was? Vielleicht. Das wird wieder zurück. So, Sport nochmal rein. Und jetzt zeige ich euch mal die Assistenten hier vorne. Weil guckt mal, wenn ihr durch dieses Loch schaut, jetzt ist das great. Erstmal, die Geschwindigkeit ist festgetackert auf irgendwie 63 km/h. Der hat diesen Spurwechselassistent hier in Portugal leider noch nicht, weil sie nicht zugelassen ist. Und er hält jetzt die Spur, hält den Abstand zum Vorderrad. Ihr habt jetzt hier den toten Winkelassistenten gesehen. Vorne drin seht ihr jetzt, dass ich gleich das Lenkrad wieder übernehmen soll hier. Also das ist echt toll, wie er das macht. Kritikpunkt: Es ist kein Lidar drin. BMW sagt, den braucht man auch nicht hier drin. Jetzt muss ich übernehmen. Hinter mir soll leider ein Auto. Ich kann euch also nicht zeigen, dass der automatisch zum Stillstand käme, wenn ich wollte. Wenn ich jetzt einen Herzinfarkt hätte oder so. Aber schaut mal da runter. Und er wird einen Notruf, ihr habt es ja gerade gesehen, auslösen. Ne? Also falls wirklich was wäre, würde ein automatischer Notruf rausgehen, weil es kann ja auch sein, dass man einen Herzinfarkt oder so hat. Ne? Ja, Reichweite. Jetzt ist es wirklich spannend, weil die Diskrepanz, je nachdem, welche Felgengröße man hat, von 455 bis 520 Kilometer, die ist natürlich sehr, sehr groß, würde ich sagen. Und wir sind hier am unteren Ende, weil wir halt auch die größten Felgen drauf haben. Jetzt haben wir hier Expressive, das ist schon cool mit den verschiedenen Innenraumwelten. Ist auch sehr leise gedämmt übrigens. Wir sind jetzt heute im Alltagstest 400 Kilometer weit gekommen. Hatten einen höheren, also ja, so etwa 22 Kilowattstunden Verbrauch hier. Es geht allerdings auch viel hoch und runter und wir haben es nicht geschafft, heute 5 Stunden zu fahren. Ich bin echt angetan vom Auto, muss ich sagen. Aber was ich halt auch ganz gut finde, sind diese Fahrmodi hier, weil ich finde es halt einigermaßen konsequent. Ich finde es auch echt schön hier vorne. Was wir vielleicht nochmal machen, übrigens, die Sounds kann man ausmachen, ne? Mich nerven die auch ein bisschen. Ist hier ein bisschen schneller in die Kurve fahren, dass wir mal sehen, wie gut dieses Auto auf der Straße einfach liegt. Und ja, Jesse, letztes Wort hast wie immer du. Mir ich fällt die Sounds viel gut. Echt? Ja, ich mag sie. Sollen wir sie mal ausmachen? Ja, ich komme das gar nicht mehr vor. Also bei Apps, dann habt ihr hier alles zum Fahrzeug, das kann man ja nochmal clustern und dann hat man, oh, help me, sorry. Ja, macht doch nichts. Ja, Fahrzeugeinstellungen, Iconic Sound aus und jetzt Wendekreis nochmal. Das Auto ist echt viel wendiger, als man so denkt, ne? Und jetzt hört ihr halt diese ganze Beschleunigung nochmal ohne Sound. Ich beschleunige hier mal leicht bergunter auf 70. Das ist halt ein bisschen unspektakulärer, weil der Sound fehlt. Oh, hast du gerade gehört? Bitte hier. Bitte. Okay, also ich ist es gerne, immer noch unspektakulär? Ich würde gerne...
Wenn ich so fahren würde, ich sag's euch, wenn ich so fahren würde, würde ich den Kanal in Zukunft allein machen. Aber du bist ja auch eine viel bessere und geduldigere Beifahrerin als ich. Mach jetzt ein Fazit. Willst du noch irgendwas sagen? Nee, mach ein Fazit. Fazit. Kommen wir zum Fazit. Im Hintergrund riesige Wellen, aber jetzt ist die Frage, schlägt der i5 als M60 xDrive auch große Wellen? Manchmal bin ich ein bisschen angespannt vor den Videos, vor allem wenn die Autos technisch viel können und der da hinter mir sieht erstmal wunderschön aus, wenn ihr euch mal umdrehen wollt, und der schlägt richtig Wellen, denn das Auto ist eine Wucht, 3,8 Sekunden auf 100, und da stellt sich, glaube ich, für viele die Frage, wo braucht man da noch einen i7? Für mich tatsächlich auch. 230 km/h wird da schnell, die Reichweite ist auch gut. Kritisieren kann man vielleicht ein bisschen was, dass das Dach nicht aufgeht, dass er keine 800 Volt Architektur da drin hat. Vorne finde ich tatsächlich schöner, wenn er den silbernen Grill hat im Vergleich zu dem schwarzen. Ich mag, dass er noch einen kleinen Grill hat. Ja, das werden wahrscheinlich viele Fanboys auch ähnlich sehen. Aber als Elektroauto ist der schon echt bockstark, ne? Insgesamt 601 PS, über 800 Newtonmeter Drehmoment. Der Innenraum mit dem neuen Operating System 8.5 ist großartig. Games sind da drin, viel Platz auf der Rückbank. Eine Kombi-Variante wird, glaube ich, den Deutschen dann endgültig den Kopf verdrehen. Und im Vergleich zu den Wettbewerbern ist das eine echte Ansage aus Dingolf und Figgen. Eieieiei, ist das ein starkes Auto. Wir hatten Fun. Tolle Location hier in Lissabon. Danke BMW für die Einladung. Erstmal was Positives sagen, um dann vielleicht den Preis zu kritisieren, habe ich mir so überlegt. Das ist smart, ne? Allrad, Antriebstechnik ist großartig, Fahrwerkstechnik ist so ziemlich alles da reingebaut, was es eigentlich so gibt. Und jetzt sprechen wir eben über den Preis. Der beginnt bei 58.000 Euro als 20i Benziner. 20D, also Diesel, den viele in der Klasse wollen werden, der liegt bei 60.000 Euro. Es gibt zwei Plug-in-Hybride mit einer Reichweite von bis zu 100 Kilometern, was wirklich auch stark ist. Der beginnt als 530e, ja, bei 65.000. Es wird auch noch ein 550e geben, dann mit einem Sechszylinder als Verbrennerbasis, auch mit einer hohen Reichweite. Sehr gut, aber der hier, der liegt als E-Drive 40 mit Hinterradantrieb bei 70.200 Euro. Aber so wie er hier steht, mit Allradantrieb, ne, und als M60 X-Drive liegt er bei 99.500 Euro. Das ist krass, ey. Das sind ja 30.000 Euro mehr, und da kommt noch Ausstattung dazu. Der wird weit über 100.000 Euro mit Ausstattung liegen. Ist natürlich echt eine Ansage. Allerdings ein EQE als AMG, der ist auch ähnlich teuer. Was umsonst ist, ist dieser Kanal, der Car Crash Review. Bei uns gibt es nämlich jeden Tag ein Review von der Wellenreiterin Jessie oder dem Möchtegern Windsurfer Jan, das bin ich. Abonniert den Kanal, dann sehen wir uns morgen beim Review Surfen um 17 Uhr mit einem neuen Video. Macht das, seid Teil einer großen Bewegung. Bis morgen.